Bisher konnte man Musik in Melodyne ja eigentlich auf der melodischen und harmonischen Ebene bearbeiten, also auf der Notenebene sozusagen, aber nicht auf der Klangebene, wie man das beispielsweise mit einem Synthesizer tut oder mit irgendwelchen Effektgeräten oder so. Wenn man aufgenommenes Audio hat, denkt man ja normalerweise nicht, dass man damit sowas machen kann wie mit einem Synthesizer. Das sind zwei ganz verschiedene Welten sozusagen. Aber weil ja Melodyne bei der Analyse so viel weiß eigentlich über den Klang, habe ich gedacht, es ist schade, dieses Wissen über den Klang nicht auszunutzen. Und außerdem ist es auch so, dass Melodyne ja nicht nur den Gesamtklang kennt, sondern gerade bei der polyphonen Analyse auch den Klang jeder einzelnen Noten. Und die Klangbearbeitung in dieser neuen Melodyne-Version jetzt besteht auch darin, dass man im Wesentlichen den Klang einer einzelnen Note, auch wenn er aus polyphonem Material gewonnen ist, verarbeitet und bearbeitet, das heißt vor allem seine Obertöne, aus denen der Klang eben zusammengesetzt ist. Ich habe hier einen Tambura-Klang, das ist ganz schön, weil in so einer, diesem indischen Instrument Tambura, die so einen gleichmäßigen Grundklang erzeugt, da sind einfach ganz viele Obertöne und alle fast ähnlich stark drin. Wenn man den Klang so hört und hier unten auch sieht, wie die einzelnen Töne, wie stark die jeweils klingen, dann sieht man auch, dass die einzelnen Obertöne, die sind jetzt hier zum Beispiel bis zum ungefähr 120. Oberton dargestellt, sind alle relativ stark da. Und man kann sich jetzt das so vorstellen, dass man den Klang in diese Obertöne zerlegt hat und jeden einzelnen Oberton so stark oder so schwach machen kann, wie man es haben will und damit den Klang steuern. Ich mache jetzt mal sozusagen ganz extrem. Ich tue alle Töne weg und dann kann man ähnlich wie bei einer Zugriegelorgel nur sehr viel umfangreicher, nämlich mit jedem Oberton, den man haben will, kann man jetzt einzelne Töne einfach anheben. Zum Beispiel jetzt der siebte Oberton, der in genau diesem Klang jetzt drin ist, oder den fünften dazu. Dann nehmen wir mal einen etwas schrägen, den 11. dazu. Oder dann mal irgendwo hinten so einen Buckel von vielen Obertönen rein. Oder dann wieder den gesamten Klang. Da kann man sich dann, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, wie der Klang zerlegt wird und wie er dann auch wieder neu zusammengesetzt wird. Wobei man dazu sagen muss, das geschieht hier nicht im Sinn einer additiven Resynthese. Denn wenn man eine Resynthese macht, dann kann man das eigentlich nur aus Sinustönen zusammensetzen. Und in einem natürlichen Klang sind aber immer noch Töne dazwischen auch. Das heißt, wenn man diese Klangbearbeitung über eine Resynthese aus Sinustönen machen würde, dann würde man einen Teil des natürlichen Klangs verlieren. Also das heißt, die Bänder, diese Obertöne, die ich hier aufdrehe, regulieren sozusagen diesen Bereich, in dem der Oberton liegt, und nicht nur diesen einzelnen Sinuston, der diese Frequenz repräsentiert. Deshalb ist der Klang immer natürlich und wenn man da irgendwas dran verändert hat, dann nimmt es immer noch den gesamten Originalklang mit. Wenn man sich so vorstellt, dass so ein Klang ein Spektrum hat, also was aus Obertönen zusammengesetzt ist, kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man die Klangcharakteristik von einem Klang auf einen anderen Klang übertragen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man aus einem Instrument ein ganz anderes Instrument macht, weil das nicht nur am Klangcharakter, also nicht nur am Obertonspektrum hängt, was in so einem Klang passiert. Aber den Grundklang kann man durchaus übertragen. Es eignet sich besonders gut, zum Beispiel jetzt mal eine Klarinette hat sehr deutliche Obertonunterschiede in den geraden und ungeraden Obertönen. Das heißt, eine Klarinette hat fast nur ungerade Obertöne. Ich hole hier mal ins Bild ein Stück
Klarinette und lasse das mal laufen. Da sieht man zum Beispiel hier im Bild, dass der zweite Oberton relativ gering ist, der vierte relativ gering. Das ist jetzt hier eine logarithmische Darstellung. In Wirklichkeit sind sozusagen, wenn man das linear machen würde, die Unterschiede noch viel größer, also dass der zweite und vierte Oberton noch viel schwächer sind. Aber man sieht schon ganz gut, dass es hier abwechselnd gestuft ist. Weiter oben tut sich dann nicht so viel. Und wenn ich hier jetzt aber sage, ich will dieses Spektrum kopieren und nehme jetzt im Unterschied dazu zum Beispiel mal ein Saxophon. Und sage dem jetzt, ich paste das Spektrum, ich übertrage also das vorige Spektrum dieser Klarinette auf dieses Saxophon, dann klingt das jetzt so. Das heißt, die Obertonstruktur von diesem Saxophon ist jetzt durch die Klarinette überlagert. Und das könnte man jetzt mit diesen Reglern, das sind so eine Art Makroregler, statt dass man an den einzelnen Obertonbalken von Hand rumzieht, kann man da mit zum Beispiel Charakteristika verstärken oder Charakteristika abschwächen. Wenn ich also jetzt hier sage, das soll noch ein bisschen mehr in Richtung von dem von der Klarinette gehen, dann verstärke ich hier diese Unterschiede zum ursprünglichen und dann klingt das auch noch mehr in Richtung Klarinette. Oder ich kann auch das Gegenteil machen. Ich kann die Unterschiede ins Negative verkehren. Dann werden die Unterschiede umgekehrt sozusagen. Das heißt, als Bild könnte man sich vorstellen, man sagt, das klingt noch saxophoniger als das Saxophon aus Sicht der Klarinette. Kann man also diese Unterschiede in beide Richtungen verstärken oder abschwächen oder umkehren sozusagen. Überhaupt ist das Thema Unterschiede verstärken ein ganz wichtiges Thema bei dem, was ich hier gemacht habe. Denn ich finde es einfach spannend zu schauen, worin besteht ein Klang, was ist das Charakteristische und wie kann man das Charakteristische von diesem Klang jetzt hervorheben im Verhältnis zu irgendeinem Durchschnitt, im Verhältnis, sagen wir, man könnte sagen, zu einem grauen Klang oder zu einem Rauschen irgendwie oder zu einem Durchschnittsklang, der aus diesem Grundmaterial gewonnen ist. Das ist übrigens, apropos Durchschnittsklang, das ist auch genau das, was man hier sieht. Also das Spektrum, was hier unten dargestellt ist, ist gewonnen aus all den Tönen, die man hier in der ursprünglichen Aufnahme drin hat und von dort aus verändert man das dann relativ. Das heißt, von dort aus verstärkt man einzelne Töne oder in der Gesamtheit. Anderes Thema ist wieder im Sinn der Verstärkung der Unterschiede. Da haben wir hier zwei Regler, die Unterschiede nicht statisch im Spektrum verstärken, sondern sozusagen dynamisch im Sinn des im Moment gehörten Klangs. Also jeder Klang in jeder Millisekunde sozusagen, die da ausgewertet wird, da wird geschaut, wie ist dieser Klang, was ist das Charakteristische von diesem Klang im Verhältnis zu einem Durchschnittsklang? Das ist wieder jetzt der Durchschnittsklang dieser Gesamtaufnahme. Ich lasse mal ein Stückchen laufen. Das ist ganz schön, das daran zu zeigen, weil dieses Wah-Wah-Pedal macht ja starke Unterschiede im Klang sozusagen. Und mit diesen Reglern kann man jetzt das hier sehr schön, also diese Unterschiede verstärken. Das heißt, der Klang wird sozusagen in sich charakteristischer an jeder Stelle. Also lassen wir es mal laufen. Drehe ich mal auf. Oder noch weiter so mehr im Effektbereich. Und
Sehr schön ist es dann auch, das Gegenteil zu sehen, nämlich, dass wenn ich das sozusagen ins Graue drehe, also wenn ich den Charakter immer mehr wegnehme, dass dann auch dieses Wah-Wah-Pedal fast nicht mehr zu hören ist, weil alle Klänge, weil alle Töne ähnlich klingen. Ich gehe mal zurück hier. Jetzt ist der Klang ganz neutral, alle Töne sind gleich sozusagen. Gehen wir nochmal auf das Ursprüngliche. Der Regler hier daneben macht das gleich oder etwas Ähnliches in Bezug auf die Hüllkurve, also in Bezug auf die Dynamik. Das eine war also der Vergleich mit dem Durchschnittsklang und das andere ist der Vergleich mit der Durchschnittslautstärke innerhalb der einzelnen Note. Wenn ich also den aufdrehe, dann werden die lauten Stellen lauter und die leisen Stellen noch leiser. Und umgekehrt, wenn ich ihn wegdrehe, dann wird praktisch alles gleich laut. Kann man auch sehr schön hier hören. Ich drehe es mal so, dass die Unterschiede verstärkt werden. Sind die Anschläge sehr kurz und gehen dann sofort weg. Oder in die Gegenrichtung. Jetzt sind die Töne praktisch immer gleich laut. Oder jetzt, ich mach mal beide Regler zusammen. Jetzt hat man sowohl den einheitlichen Klang als auch eine gleichmäßige Hüllkurve. Wenn man den Klang über Obertöne verändern will, dann kann man ja einerseits an den einzelnen Obertonbalken ziehen und damit ganz gezielt irgendwelche Obertöne anheben, aber es gibt auch so eine Art Makrofunktionen, die mit dem Spektrum irgendwie was Sinnvolles tun. Also das Einfachste ist natürlich einfach die Balance, also die höheren Obertöne anzuheben. Ich drehe mal ein bisschen da dran. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie eine Klangregelung, mehr Höhen, mehr Tiefen, hat aber einen ganz grundsätzlichen Unterschied zu dieser Klangregelung, weil das sich hier nämlich auf jeden einzelnen Ton, auf jede einzelne Note bezieht und deshalb vor allem von den tieferen Obertönen dann die Obertöne eben angehoben werden, während bei den hohen sich das gar nicht so stark auswirkt, weil man da die ganz hohen Obertöne gar nicht mehr hört. Also das ist dann, es verändert sozusagen den Charakter des Instruments, der Physik des Instruments, könnte man sagen. Eine andere Möglichkeit ist, das Spektrum, die Unterschiede, die schon da sind, mehr zu betonen oder abzuflachen, was dieser Regler hier macht. Jetzt hat er mehr von seinem eigenen Charakter sozusagen verstärkt oder das Spektrum ganz neutral zu machen, vielleicht mit diesem Brilliance-Regler zusammen, sodass alle Obertöne genau gleich stark sind, was in diesem Fall zu einem relativ scharfen Klang führt. Eine andere Möglichkeit, den Klang global zu verändern, ist die Obertöne, die ungradzahligen oder die gradzahligen Obertöne anzuheben oder abzuschwächen, was dazu führt, dass in einem Fall der Klang relativ hohl wird, ähnlich wie bei einer Klarinette, oder im anderen Fall, wenn die ungradzahligen wegfallen, dann bleiben nur noch die Oktaven des zweiten Obertons da und dann klingt alles wie eine Oktave höher. Hören wir uns das mal an. Jetzt erst nur die ungeraden. Dann kriegt das Klavier einen hohleren Klang. Oder wenn ich nur die Geraden reinblende, dann klingt alles wie eine Oktave höher. Wobei aber die Töne nicht wirklich oktaviert sind, sondern nur deren Oktavanteil wird hörbar sozusagen. Oder man kann dann ganz extreme Sachen machen, dass man das Spektrum einfach ganz weit ausdünnt, dass man jetzt schrittweise verschiedene Obertöne wegnimmt und nur noch jeden fünften, jeden sechsten, jeden siebten oder sowas dann
wobei das dann mehr so einen Glockenspiel-ähnlichen Charakter bekommt, weil dann ganz große Lücken im Spektrum drin sind. Eine ganz andere Darstellung als der Eingriff in die harmonischen, in die Obertöne, ist eine Art Darstellung des Gesamtspektrums. Also hier haben wir ja die Obertöne jedes einzelnen Tons. Und wenn ich auf diesen EQ-Modus umschalte, dann habe ich eigentlich das so ziemlich, was man von einem normalen Equalizer auch gewohnt ist, nämlich nicht mehr einen Bezug auf den einzelnen Grundton und dessen Obertöne, sondern eine Darstellung des gesamten Spektrums, unabhängig davon, welcher Ton das jetzt ist. Auch da kann man eigentlich die gleichen Makros anwenden. Ich lasse mal so ein Stück Gitarre hier laufen, dass man hier beispielsweise einfach die Höhen anhebt oder das Spektrum neutralisiert. Da kommt man dann sehr schnell zu dem Ergebnis, einfach ein gleichmäßiges Spektrum zu haben. Oder ganz nett ist, man kann jeden einzelnen Halbton, also das ist ein normaler Equalizer, hat ja meistens so Terzbänder oder sowas. Dieser Equalizer ist jetzt so aufgeteilt, dass die einzelnen Bänder Halbtöne sind und sich die Halbtöne auch nach der von Melodyne ermittelten Stimmung richten, sodass tatsächlich die Töne, die in dem Stück vorkommen, dann angehoben werden können. In dem Fall aber eben nicht die Noten sozusagen, sondern wenn ich ein C anhebe, werden sämtliche Cs in allen Oktaven sozusagen von allen beliebigen Tönen angehoben oder abgesenkt. Und damit kann man dann ganz schöne Effekte machen, dass man beispielsweise sagt, alle Halbtöne, die zu dieser Tonart gehören, die will ich jetzt da lassen und alle anderen will ich wegnehmen, was dann zu ganz ungewohnten Klangeffekten führt, weil man sowas normalerweise nicht hat. Ich drehe jetzt zum Beispiel mal die Töne auf, die zur Tonart gehören. Oder mache das Gegenteil. Ich nehme die Töne weg, die zur Tonart gehören. Dadurch kriegt man dann sehr schräge, fast geräuschhafte Klänge. Damit kann man also den Klang sehr extrem auch verfremden oder ganz neue Klänge machen, gerade in Zusammenarbeit von allen Einstellungen, dann diese Betonung der Unterschiede, dann Veränderungen im Spektrum oder dieses Hervorheben der tonalen oder nicht tonalen Tonart zugehörigen Noten. Es gab in Melodyne ja schon immer eine Behandlung der Formanten, die natürlich vor allem dazu benutzt worden ist, wenn man einzelne Noten runter oder rauf geschoben hat, um deren Klangcharakter so zu erhalten, dass es bei Gesangsstimmen zum Beispiel nicht zu diesen Mickey-Maus-Effekten kommt, sondern dass der Ton wie original so gesungen klingt. Und das hat man eben dadurch erreicht, dass die gesamte Formantlage, also man kann da eigentlich gar nicht von einzelnen Formanten sprechen, sondern dass die gesamte Formantlage verschoben wird. Hier gibt es jetzt was Neues, und zwar kann man nicht nur die gesamte Formantlage verschieben, sondern man kann auf einzelne Formantbereiche zugreifen. Ich nehme mal hier ein Beispiel von einem vierstimmigen Gesang. Und dann nehmen wir mal nur den Bass raus. Und hier ist auch in der Spektrumsansicht, in dieser EQ-Ansicht jetzt, ist auch jetzt besonders sichtbar, dass an einer Stelle hier ein richtiger großer Buckel ist. Und das ist jetzt tatsächlich ein Formant. Normalerweise wäre es ja so, dass, weil der Sänger singt ja verschiedene Vokale, also dieses Ma, Do, Na, Mi, A, Ka, La,
kommen ja ganz verschiedene Vokale drin vor. Und deshalb müssten eigentlich die Formanten auch an ganz verschiedenen Stellen hinwandern und sich das im gesamten EQ-Spektrum eigentlich ausmitteln. Jetzt ist es aber so, dass es sowas gibt wie einen Sängerformanten, die jeder ausgebildete Sänger hat, so einen bestimmten Formanten irgendwo. Deshalb summiert sich das im Spektrum tatsächlich an einer Stelle hier. Und jetzt kann ich diese Stelle, wo ich diesen Sängerformanten wahrnehme und sehe, selektieren und den verändern. Und dadurch ändert sich nicht die Gesamtformantlage, sondern tatsächlich diese eine Stelle, die diesen Sängerformanten ausmacht und prägt dessen Stimme dann um. Hören wir uns das mal an. Madonna mia cara, mi follere canzon. Zusätzlich dazu, dass man den natürlichen Klang bearbeiten kann, kann man auch stufenlos sozusagen in eine Synthese übergehen. Also normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt diese Obertonbalken verändere, dann wird eigentlich nichts synthetisiert, sondern es werden einzelne Aspekte vom natürlichen Klang verstärkt oder abgeschwächt, je nachdem, wie die Balken eingestellt sind. Man kann aber mit dieser Abteilung hier, die Resynthesize heißt, kann man durch Änderung der Resynthese der Lautstärken und Änderung der Resynthese der Phasen tatsächlich mehr einen Synthesizer-ähnlichen Klang herstellen. Beispielsweise, ich lasse das mal laufen. Jetzt sind die Klänge ja noch relativ in sich lebendig, sozusagen. Ich sehe hier aber nur ein bestimmtes Spektrum. Und wenn ich jetzt die Resynthese aufdrehe, dann sieht man auch, dass diese springenden Bälle jetzt mehr oder weniger auf diesem Spektrum stehen bleiben. Das heißt, jetzt hört man hört praktisch das Spektrum, was man hier sieht. Das zweite ist die Resynthese der Phasen. Die Phasen spielen ja eine große Rolle bei den Anschlägen. Also im stehenden Klang spielen die Phasen nicht so eine Rolle. Aber bei den Anschlägen macht die Phasenlage eigentlich aus, dass es wirklich ein Klack, ein Anschlag ist. Und wenn ich jetzt die Phasen auch noch resynthetisiere, dann sind auch die Anschläge mehr künstlich und das Ganze ist mehr wie bei einem Synthesizer. Wenn ich dann noch zusätzliche Regler jetzt, also den Klang sozusagen noch neutraler mache mit den anderen Reglern, dann, wenn ich jetzt auch noch das Spektrum verändere, entweder indem ich hier irgendwelche Buckel reinbaue oder indem ich mal ein ganz zufälliges Spektrum nehme und dann die Hüllkurven davon auch noch verändere und noch irgendwelche Formanten verändere, dann kann man sich schon vorstellen, dass man das Ganze auch wie ein Synthesizer benutzen kann und damit mit der Kombination von diesen Möglichkeiten alles Mögliche dann machen kann.